Ja, wie gesagt, da lerne ich dort am Morgen die Geschichte dann. An dem Abend bin ich 150 Euro losgeworden, aber das war ja kein Problem. Ich hatte genügend Kohle, damals. Aber der springende Punkt war, sie hat sich jedes Mal immer drei Getränke bestellt. Bei mir zu Hause, da hat sie immer eine Kanne Kaffee getrunken. Bei mir zu Hause gibt es keine alkoholischen Getränke. Und schon lange nicht, wenn es so eine wie die drin war, weil die trinkt gerne Bier. Ich habe es ja gesagt, Alkohol verboten bei mir, Kaffee und Essen, was du willst. Ja, du bist noch schlimmer wie mein Vater. Aber dafür hat es mir an dem Abend wirklich gereizt ohne Ende. Da bin ich weggefahren mit meinem Golf Cabrio. Es war 2 oder 3 Uhr nachts. Sie hat mich dann noch 100.000 Mal angerufen. Ich hab die Schnauze voll gehabt. In Separé hätte ich 50 Euro zahlen müssen. Und hätte ich deren zwei zuschauen müssen. Ich meine, für manche Männer wäre das ein Traum gewesen. Ne? Aber ich habe das in der Vergangenheit schon öfters gemacht. Aber nicht mit ihr, weil diesmal so auf den Keks gegangen. Diesmal so auf den Keks gegangen. Ja, wie gesagt, dann ist der Vater gekommen, hat alles aufgeladen. Sie hat mich dann noch angegrinst, ich habe sie angegrinst. Und das waren meine letzten Worte, was ich zu ihr gesagt habe. Mich wirst du nie dahin bekommen, wo du andere Männer mit Leichtigkeit bekommen hättest. Haha, ich war standhaft. Ja, das muss ich schon sagen. Ich habe ja geholfen. Ja, im Grunde genommen, meine Idee wäre was anderes gewesen. Ich habe ja mit dir was anderes vorgehabt. Aber ich würde mich ja strafbar machen, wenn ich jetzt sage, wird was. Ne? Ihr könnt es euch ja denken. Aber die hat mich so aufgeregt. Die hat alles versaut. Ja. Helvi Gautz, wie geht's euch? Ich hoffe gut. Ah, Alk, das ist ein netter Mensch da im YouTube drinne, der sich meine Filme angeschaut hat. Er heißt Al Capone oder Al Pacino, glaube ich. Al Pacino, Al Pacino. Ja, und das ist nur für dich. Du hast mir geschrieben, ob ich. Also, du bist davon ausgegangen, dass ich Geld bekomme von YouTube. Oder dass andere, die solche Filme raufladen, Geld bekommen. Ich habe dir auch geschrieben. Ich weiß nicht, was die anderen dafür bekommen. Es interessiert mich auch nicht, muss ich echt sagen. Wenn ich von YouTube, habe ich ja gesagt, ein Angebot bekommen würde. Danke, wunderbar. Es wird sich in meinem Leben nichts ändern. Ich bleibe so, wie ich bin. Die sollen mir die Kohle auf meinem Konto schütten und damit tat sich's. Weil in der Position, was ich bin, möchte ich bleiben. Ich bin glücklich und zufrieden. Ich habe meine Zigarette, ich habe meine Wohnung, ich habe mein Fahrrad, ich habe alles. Gut, ich meine. Es fehlt mir zwar das Auto, aber so wichtig ist es auch nicht. Weil ich weiß, was ich fähig bin, wenn ich ein Auto habe. Da komme ich sowieso nicht mehr zum Filmen. Da bin ich nur noch unterwegs. Ich war früher mit meinen Autos, da habe ich alle 2 Tage mein Opel Kadett, alle 2 Tage getankt. Ihr könnt euch vorstellen, wie viele Kilometer ich in der Gegend rumgefahren bin und wie sportlich. Ja, ich bin gerne herumgefahren.
Und deswegen. Bei mir.